Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiri hier. Und im japanischen Nuka Metal gab es einen Data Download, dementsprechend wurden neue Sachen hinzugefügt. Dementsprechend haben wir alle Infos und Details zu den Extreme Z Battles, zu dem Extreme Z Awakenings vom Family Kamehameha Trio, Super Saiyan Goku, Super Saiyan Gohan und Super Saiyan Goten. Wir werden uns alle Informationen gleich näher betrachten. Shoutouts gehen an Dokkan Reddit, an die DBZ Space natürlich für die ganzen Leaks. Und zwar, wann kommt das Ganze raus? Man vermutet morgen 10 Uhr morgens unserer Zeit, also Dienstag, 10 Uhr morgens unserer Zeit, spätestens einen Tag drauf, Mittwoch, weil am 9. Mai ist Goku Day. Und ja, zu der Zeit kommen eben diese Karten raus. Also dementsprechend demnächst. By the way, falls ich gefragt habe, ey Oso, du hast dich nicht geäußert dazu, dass Uigoku demnächst kommt. Die Sache mit Uigoku, ich habe es oft im Stream gesagt, wenn ich das kurz nochmal sagen darf, die Sache ist die, ob er wirklich kommt oder nicht. Ich hoffe und vermute, dass er vorgezogen wird, aber das waren keine handfesten Leaks. Was meine ich mit handfesten Leaks? Handfeste Leaks sind solche Leaks, die wir jetzt für die Extreme Z Awakenings betrachten, denn da kam ein Data Download in das Game rein und die Daten sind schon im Spiel und Data Miner lesen das heraus und präsentieren sie uns quasi. Das sind mehr oder weniger, auch wenn es Leaks sind, also Banda oder Akatsuki kann natürlich die Zeiten ändern, so wie bei Rosin und Vegito Blue, aber das ist mehr oder weniger fix. Das ist schon, das meine ich mit handfest, ja, und das ist wirklich, dass man darauf basieren und damit was anfangen kann. Bei dem von Uigoku, das war lediglich in einem Testserver, das wurde getestet in den Servern von globalen Dokkan Battle, als eine Serverwartung war für ein paar Stunden, da haben sie die Server optimiert und da wurde das quasi getestet und da hat einer dann herausgefunden, dass das getestet wurde, dass nicht nur, dass nicht mal das Uigoku Dokkan Event getestet wurde, sondern das Story Event, in dem Kefla etc. ihr Awakening bekommen und zeitgleich kam halt in JP auch Uigoku damit und Listing wird spekuliert, dass Uigoku vorgezogen wird für den 15. 16. Mai war das. Das ist eben so eine Sache. Das war ein Server-Test, deswegen habe ich dazu nicht so, habe ich das nicht so groß gepriesen. Ich will auf jeden Fall aber mal darstellen und klar machen, was bzw. womit arbeite ich, nämlich mit so handfesten Leaks. Ja, wenn es quasi als Zeta-Download kommt und die Jungs da natürlich Shoutout an jeden und wirklich großen Respekt, die das da reingehen, die Data Miner und uns die Leaks präsentieren. Das ist dann schon mehr oder weniger etwas, was dann demnächst kommen sollte, ja. Wo das Datum, was, es ist nämlich schon im Spiel, versteht ihr? Es ist schon im Spiel und kurz davor herauszukommen. Die Sachen, in denen sowas getestet wird auf den Servern, das ist nur ein Test. Tapin und Bardock wurde auch getestet vor ein paar Wochen, von einem Monat, ein, zwei Monaten. Sie kam immer noch nicht, ja. Gucken wir mal, was abgeht. Opsa, schauen wir mal, was abgeht. Ich bin hier noch gute Dinger. Ich meine, lediglich fehlt da nur noch dreifache Bardock, Tapion, LR Goku. Und dann kommt das Dreijährige. Und da wird es eine Lücke geben zwischen der Zeit, habe ich schon öfter gesagt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Uigoku vorziehen werden mit seinem Dokkan Awakening. Wann wissen wir dazu mehr? Wann wissen wir wirklich handfest dazu mehr? Nämlich am 11. Mai läuft die momentane Celebration ab. Und ab 2 Uhr morgens sollte im Game, im Spiel, die neuen Informationen zur nächsten Celebration kommen. Da wissen wir auf jeden Fall dann mehr. Und wenn wir dann was wissen, lasse ich auf jeden Fall natürlich wissen. Aber das soll jetzt zu viel wissen. Wir kommen mal zu den Extreme Z Awakenings. Extreme Z Awakenings nämlich, haben wir schon diese in JP. Und wie gesagt, das Trio kommt hinzu. Was ändert sich bei denen? Sie bekommen natürlich, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Beziehungsweise finde ich die Idee schon mal cool, dass sie auch solche Karten nehmen. So ältere Units. Und sie in Extreme Z Awakening, Extreme Z Battle geben. Ich persönlich würde es eh cool finden, wenn Extreme Z Battle reine Routine wäre, ja, wenn ein Extreme Z Battle offline geht, direkt das nächste kommt, denn es gibt wirklich viele Karten, die ein Update durch das Extreme Z Battle gebrauchen könnten. By the way, jetzt schon mal Frage an euch, welche Karte würdet ihr euch wünschen? Ich würde mir wünschen, dass Tekmatch und Vegeta ein Extreme Z Battle bekommen, aber schauen wir mal. Nun gut, fangen wir mit dem Vater an. Was ändert sich hier mit dem Vater? Wir wissen, von den Karten zu Stage selbst wissen wir nichts, was für Preise man bekommt, wie das abläuft, aber aus den V-Jam-Scans von damals hieß es, dass man quasi in Extreme Battle nacheinander gegen die Jungs kämpfen wird, Goten ab einem bestimmten Level gegen Gohan, ab einem bestimmten Level gegen Goku oder andersrum, sei es drum. Wir wissen jetzt, was sich quasi ändert. Nun natürlich, nach dem Extreme Battle wissen wir, ändert sich erstmal das Level, das geht von 120 auf 140. Leader Skill von Goku ändert sich in der Weise, dass er jetzt nun nach seinem Extreme Battle, also den Agility Int und Strength Charakteren Ki plus 2 gibt, also gibt ja Ki hinzu. HP hat immer 70%. Ist interessant, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ulti war folgendermaßen: vor seinem Extreme Z Awakening causes Supreme Damage, danach wird es sein Supreme Damage und raises Allies Attack bei 25%, also erhöht den Angriff der Alliierten um 25%. Und wie läuft das Ganze ab? Natürlich läuft das so ab. Wenn Goku beispielsweise im ersten Slot als allererster eine Ulti macht, dann bekommen die Charaktere, die nach ihm kommen, 25% Attack Boost. Die davor kam natürlich nicht, weil die, es sind erst Ulti, das ist der Buff von der Ulti. Nachdem er geultet hat,
Erst dann folgt dieser Buff, sage ich mal. Genau. Ja, Passive. Disable Rampage müsst ihr nicht so zwingend betrachten. Das ist Goku, dann nicht Goku, Broly's spezieller Passive, spezielle Link-Skill, der dafür sorgt, dass diese Charaktere Schaden gegen Broly machen, gegen legendären Super Saiyan Broly auf seinem Dokument von damals. Genau. Seine Passive war, wenn die HP 30% oder drüber sind, hat er Ki plus 3 bekommen, Attack plus 5000. Da merkt ihr schon, er hat einen konstanten Boost und das ist halt eben, das damals war es so, dass die alten Units so einen konstanten Boost hatten und dann die neuen halt eben prozentualen. Und deswegen ist es so cool, dass die solche Units nach ihrem Extreme Z-Battle, nach ihrem Extreme Z-Awaken, prozentuale Boosts bekommen. Nämlich, die Silver Rampage bleibt ganz klar, wenn die HP 30% oder drüber sind, bekommt der Ki plus 3 weiterhin, aber sein Angriff und die Verteidigung erhöhen sich um 80%. Also bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Und das ist solide, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. 80% auf Angriff und Verteidigung. Ihr dürft halt nicht in nicht vergessen, dass der Dude dann noch seine Stats natürlich steigen. Ja, auch weil er Level 140 kommt. Dementsprechend ist das auf jeden Fall für so einen Dude ein solider Wert. Und dann kann man sich auf jeden Fall, wenn man einen Slot fehlt in einem Team, mit ihm füllen. Und ich finde das sehr, sehr cool. Mich hat eh erstaunt, dass Extreme Z-Battle von Free-to-Play Gohan, weil er ist wirklich sehr, sehr gut, als den JP rauskam. Und by the way, in Global sollte er zum 3-Jährigen kommen. Zeitraum Juli. Genau, Link-Skills bleiben alle, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Die Sets haben wir gleich, die am Ende dann. Hoppen wir erstmal zu seinem Sohn rüber. Super Saiyan Gohan, ja, 140 geht es natürlich auch hoch. Nun gibt er jeden Typus Ki plus 2 auf HP 150%. Ulti haben sie geil geändert und aus den drei Units, die in Extreme Z-Battle bekommen haben, wird er am meisten Schaden machen. Denn er bekommt einen Buff drauf für Great Erase Attack für eine Runde. Great Erase Attack, leider steht der Multiplayer nicht dran, denn von Charakter zu Charakter, also nicht die 12 Ki Multiplayer, sondern vom Buff, vom Charakter zum Charakter ändert sich der Multiplier. Beispielsweise beim Int Vegeta Blue ist Raise Attack, hat er drauf, gibt 50%. Beim Super Saiyan 3 Physical Rotation hat er Massively Raise Attack, gibt 100%. Und Greatly Raise Attack ist halt dazwischen irgendwo. Aber wie gesagt, vom Charakter zu Charakter ändert sich das. Er steht hier leider nicht dran. Und natürlich, by the way, die Charaktere gehen auch auf SA15 hoch, wie bei jedem anderen Extreme Z-Battle auch. Genau. Anyways, Great Race Attack für eine Runde und macht Supreme Damage weiterhin. Seine Passive folgendermaßen sein Disable Rampage. Attack plus 90%. Wenn er eine Ulti startet, war immer so. Zusätzlich bekommt er 40% auf die Verteidigung. Kann man machen. Es ist nämlich so, dieser Dude hatte schon einen prozentualen Boost. Und bis jetzt war das so, dass sie den Dudes, die prozentualen Boost hatten, vielleicht das ein bisschen erhöht haben. Ja. Aber zusätzlich einen Death Boost gegeben haben. Das haben sie gerne gemacht. Beim Super Saiyan 3 Goku war das so zum Beispiel. Beides der Fall. Und beim Full Power Freezer hat er auch einen Death Boost bekommen. Kann man mitnehmen. Das Geile bei ihm ist hier, dass er seinen Angriff greatly erhöht. Und sowas dürft ihr niemals vergessen, Leute. Sowas dürft ihr niemals unter Acht lassen. Weil zum Beispiel, wenn ich das kurz sagen darf, beim vierfachen Gogeta, als er rauskam, war er ein bisschen so, was? Nur 120% auf Angriff und ein bisschen mehr halt. Aber der Angriff Boost Super Saiyan 4 Goku hat 150%. Ihr dürft aber nicht vergessen, der Dude hat auch Great Erase Attack auf seinem Ulti. Und wenn mich alles täuscht, bekommt er 50% drauf. Also hat er bei jeder Ulti 170% auf seinen Angriff. 170% Attack auf seinen Angriff. So Buffs von der Ulti dürft ihr niemals außer Acht lassen. Niemals. Genau, dann kommen wir zum letzten, zum Kit, zum Goten. Und zwar gibt er nun Attack und der 50% für jeden Ki, den man einsammelt. Ja, ist ein bisschen untypisch der Leader-Skill. Aber wie gesagt, jeder Charakter hat einen Leader-Skill mehr oder weniger, außer N oder R. Supreme Damage to Enemy macht er und erhöht seine Verteidigung um 30% für 3 Runden. Kaum mitnehmen, wird ein bisschen tanky. Aber seine Primärfunktion war ja davor, dass ein Orb-Changer ist. Orb-Changer, er hat physisch in Rainbow geändert und hat auf seinen Angriff 30% bekommen. Das ist immer das Problem von Orb-Changern so. Also, dass die Orb-Changen, das war ihre Aufgabe, aber ihr Angriff oder Verteidigungsboost war, es geht. Aber nun wird es wirklich solide. Nun changed er, also zusätzlich zu seinem Disabled Rampage, physisch Orb in Rainbow Orb und bekommt Attack und F 70%. Das ist cool, das ist sehr, sehr cool, weil so Orb-Changer werden wirklich nur genommen, damit sie die Orbs changen. 1A Orb-Changer ist solche Virus, der change 2 Orbs in eine Farbe. Aber so, wenn das die Zukunft so wird mit Extreme Battle, dann hat der auf jeden Fall einen sehr guten Platz verdient in einem Super Strength Team zum Beispiel. Weil wenn er nicht nur die Orbs change, sondern auch auf seinen Angriff auf die Verteidigung 70% bekommt, hat er auch noch Potenzial dazu, Schaden zu machen oder zu tanken. Denn wenn er noch eine Ulti macht, bekommt er für 3 Runden 30% auf die Verteidigung und dann hat er 170% Angriff, 100% Verteidigung. Also das freut mich, dass sie quasi die Orb-Changer ein bisschen ändern, so ein bisschen mehr ins in die Schau stellen wollen. Weil, wie gesagt, Orb-Changer war einfach nur darum, rauszurotieren, das war's. Also Schaden haben sie nicht gemacht, aber so und dann, dass sie noch tanken, finde ich sehr, sehr gut. Kann man was damit anfangen, auf jeden Fall.
Genau, dann schau jetzt mal kurz die Stats an. Das sind die Stats, die nicht auf 100% sind, also keine Orbs investiert sind. Gohan geht's rauf bei HP 10.400, 10.500, sagen wir mal so. Attack 11.000, sehr solide, Death 5.500. Okay, Goku 12.000 HP, 10.000 Angriff, okay, Death 5.000, alles klar. Goten HP 12.000, 12.600, Meister HP, okay, nice. Attack 10.000, Verteidigung 5.500. Hat, ja, ihr merkt schon, Goten wird da ein bisschen der am meisten Verteidigung von denen hat. Und ja, wie gesagt, Gohan, der am meisten Schaden macht. Genau, so viel zu den ganzen Sachen, so viel zu den Informationen. Da kommen auch natürlich neue Missionen fürs Extreme Sea Awakening, wenn ihr alle auf 140 bringt, SF15. Für jeden, also jeden bekommt ihr für jeden einen Elekai und drei Stones, also 9 Stones, 3 Elekai und gewisse neue Items kommen. Ja, die Medaillen fürs Extreme Sea Awakening. Genau. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Was habt ihr von den Units? Und nicht vergessen, welche Units wollt ihr, dass sie in Extreme Sea Battle kommen, in Awakening kommen. Also die kommen sollten, werden Ultimate Gohan Int, Tech Cell und Super Gogeta. Das waren so die Leader von damals. Aber ich finde es cool, dass ihr so auch andere Charaktere mit reinnehmt, zum Beispiel das Extreme Sea Trio. Welche andere Charaktere würdet ihr wollen? Ich bleibe bei Tech Margin Vegeta. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.